Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste, ich darf euch recht herzlich zu diesem schönen sonnigen Tag hier auf dem Internationalen Spielefest herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Mehmet Turan, ich bin der Vorsitzende vom Internationalen Zentrum Friedberg. Rechts neben mir ist Ulrike von Bodmer, sie ist die Organisatorin von diesem Spielefest und links von mir die hübsche Dame, das ist die Cornelia Wenck von dem Förderprogramm Demokratie Leben. Ich bin schon seit über 2 Jahrzehnten dabei und ich habe immer frei eine Rede gehalten. Aber diesmal habe ich mir die Mühe gemacht und habe eine kleine Rede aufgeschrieben und die möchte ich euch gerne vorlesen. Heute sind wir hier zusammen, um das internationale Spielefest zu feiern. Ein Fest, das uns zeigt, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenhalt sind. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Diese Worte erinnern uns daran, dass wir durch Begegnung und Austausch viel lernen können. In der heutigen Zeit stehen wir vor großen Herausforderungen. Die politische Lage in Deutschland ist angespannt. Viele Menschen, die zu uns kommen, sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Sie suchen Sicherheit und ein neues Zuhause. Es ist unsere Pflicht, die Menschenrechte zu achten und jedem Menschen mit Respekt zu begegnen. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde und in Freiheit. Leider sehen wir auch einen Anstieg von extremistischen Gruppen und einem Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Diese Entwicklungen sind gefährlich und bedroht die Werte, die unser Land eigentlich so stark macht. Wir müssen zusammenstehen und für eine offene und tolerante Gesellschaft einstehen. Es gibt viele Persönlichkeiten, die uns zeigen, wie Integration gelingen kann. Menschen wie den Fußballspieler Neven Subotic, ehemaliger Dortmund-Spieler, zuletzt bei Berlin Union, der einen Verein gegründet hat, wo er Menschen in Afrika hilft, dass sie zum Beispiel sauberes Trinkwasser bekommen. Der mit seinem Erfolg Brücken zwischen Kulturen baut. Oder die Schriftstellerin Fatma Aydin, die mit ihren Geschichten das Leben von Migranten sichtbarer macht. Diese Menschen zeigen uns, dass Integration nicht nur möglich, sondern auch bereichernd ist. Einwanderung bringt viele Vorteile mit sich. Sie bringt neue Ideen, Kulturen und Perspektiven in unsere Gesellschaft. Wir brauchen dringend Fachkräfte in Bereichen wie Pflege, Erziehung, Bildung, Sicherheit und natürlich auch in unserer Wirtschaft. Diese Menschen tragen dazu bei, dass diese Gesellschaft, also besser gesagt unsere Gesellschaft zu stärken und unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser Land ein Ort bleibt, an dem Vielfalt geschätzt wird und jeder die Chance hat, sein Potenzial zu entfalten. Lasst uns die Menschen willkommen heißen, die zu uns kommen und ihnen die Hand reichen. Denn nur gemeinsam können wir eine starke und gerechte Gesellschaft aufbauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dem Bürgermeister Ketel Dahlhaus einen kleinen Applaus. Lieber Ketel, du bist jetzt als Letzter dran erst. Aber schön, dass du da bist und es geschafft hast. Und ich gebe das Mikro direkt an dich weiter. Ja, danke schön. Einen ganz lieben Gruß in die Runde von der Stadt Friedberg. Ich bin jetzt nicht nur zur Ansprache hier, sondern bin mit meinen Kindern hier, will auch den Tag hier mit euch zusammen genießen, die verschiedenen Gerichte probieren, die Spiele spielen. Das Tolle am Internationalen Spielefest und hier an der Stelle ganz lieben Dank an das IZF und alle Vereine, die hier so tatkräftig mitmachen, dass für einen Tag hier das Ganze organisieren, was wahnsinnig viel Vorarbeit braucht. Das Besondere ist, dass wir sind ja eine Stadt mit vielen, vielen Kulturen und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Welten, die hier zusammenleben. Und dieser Tag zeigt, wie einfach das eigentlich ist und wie schön es ist und wie viel man erleben kann und wie viel man von anderen lernen kann, Interesse zeigen kann. Und lasst uns diesen Tag dafür nutzen. Es ist ein schöner Familientag, es ist aber ein Tag, wo wir einfach uns gegenseitig kennenlernen, verstehen lernen und sehen, dass es wunderbar zusammen funktioniert. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Viel Spaß. Ja, auch von mir wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, muss ich schon fast sagen. Mein Name ist Cornelia Wenck. Ich bin eine der Koordinatoren des Förderprogramms Demokratie Leben. Der eine oder die andere hat das vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Und wir sind viel, viel mehr als Förderung von Großveranstaltungen.
Wir arbeiten in und mit Schulen, wir fördern Vorträge, wir fördern Workshops, wir fördern interkulturelle Veranstaltungen, wie es diese hier eine ist, mit dem Ziel, Demokratie zu stärken, Vielfalt mitzugestalten, einfach auch um extremistischen Tendenzen über diese Zusammenkunft und das Zusammenleben, das Lernen miteinander umzugehen. Wir fördern ausschließlich Einzelaktionen von Vereinen oder Bürgerbündnissen, die sich sehr, sehr gerne an uns wenden können, wenn sie sagen, wir haben bei uns in unserem Verein ein Problem mit Rassismus, was können wir da machen? Und dann können wir sagen, okay, wir fördern Ihnen gerne ein Seminar zum Umgang mit Alltagsrassismus. Wir fördern aber auch das internationale Spielefest, jetzt schon Mehmet, ich glaube zum vierten Mal oder zum fünften Mal, sehr, sehr gerne, weil diese Art von Großveranstaltungen sind, die Respekt, Wertschätzung, Kennenlernen, Offenheit für alle Menschen dieser Erde symbolisieren. Und ich persönlich sage, Menschenrechte und Menschenwürde ist nicht verhandelbar. Sie gilt für alle Menschen dieser Erde. Und das sind für mich wichtige Punkte, auch im Bereich der politischen Entwicklung. Danke. Vielen Dank, Conny. Du hast einen wichtigen Punkt genannt. Ohne Demokratie leben und das Förderprogramm wäre dieses Fest nicht möglich. Also vielen Dank nochmal dafür, dass wir immer auf eure Unterstützung die letzten Jahre zählen konnten. Wir hoffen, es bleibt auch die nächsten Jahre so. Und es wurde jetzt viel schon gesagt in den politischen Reden. Auch ich bin Migrantin aus dem Osten der Republik. Und alle, die, ihr wisst sicherlich alle, auch da werden heute wichtige Entscheidungen getroffen. Und wir hoffen sehr, dass der Geist dieses Festes, dieses Zusammenkommens, dieser Begegnung doch ein bisschen in den Osten unserer Republik rüber wehen möge und die Wahlzettel richtig ausfüllen lässt. Wir sind gespannt. Ja, nun ganz kurze Worte noch zum Fest. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ein kleiner Hinweis noch, ohne euch jetzt das ganze Fest zu erklären. Im hinteren Bereich hat bereits das Menschenkicker-Turnier vom Verein Menschmach mitgestartet. Wer da mal schauen möchte, 9 Teams treten dort gegeneinander an. Wir haben hier unten auf der Wiese diverse Spiele einfach frei bedienen. Wir haben hier hinten einen Bastelstand, da geht es um Naturmaterialien und Walderlebnisfahrt. Der Umsonstladen ist dabei. Die antifaschistische Bildungsinitiative und Demokratieleben hat Spieleangebote. Man kann sich hier hinten auch Henna mit Henna bemalen lassen. Die Hüpfburg natürlich lädt ein. Und ab sofort ist auch hinten möglich bei der Trommeln, die da aufgebaut sind, mit der Musikschule etwas afrikanische, lateinamerikanische Rhythmen auszuprobieren. Für alle, die den Sanitätsdienst benötigen, ist hier neben der Bühne unser Sanitätsdienst. Also dort kann man sich hinwenden, wenn es ein Problem gibt. Was ist noch wichtig zu erzählen? Die Toiletten sind im hinteren Bereich neben dem Skiheim. Dort können die Toiletten wahrgenommen werden. Ja, und ansonsten haben wir uns sehr bemüht, dieses Jahr noch besser zu werden in unserer Organisation. Wir hoffen, dass wir dieses Mal gerade an diesem heißen Tag verhindern, dass lange Schlangen beim Getränkeverkauf entstehen. Also da können Kaltgetränke, Kuchen, Kaffee erworben werden. Und ansonsten haben wir viele, viele kulinarische Köstlichkeiten dabei. Erstmals aus Thailand einen großen Essensstand. Wir haben kamerunisches Essen. Wir haben indisches Essen, Köstlichkeiten aus Albanien, der Türkei, der Ukraine und aus Eritrea. Dort kann auch eritreischer Kaffee probiert werden. Der Eisstand ist da. Also lasst es euch gut gehen. Und schön, dass ihr trotz des Wetters gekommen seid. Für kleine Abkühlungen kann man hier unten unseren Sprühnebel benutzen. Das war die letzte Improvisation, die wir uns noch haben einfallen lassen.